Kann mir mal jemand helfen? Ah, ich falle. Ein Gips zu haben ist echt hart. Schaut euch lustige und einfache Ideen an, wie man mit einem Gips den Alltag übersteht. Hey, cool! Das ist das beste Wuhu-Video, das mit Gips-Lifehacks zu tun hat. Wir feiern diese Szene. Hey, Kumpel, bist du das nicht? Ihr seht genau gleich aus. Wie kannst du nur so blöd sein und dir deinen Knochen brechen? Typisch. Kommt, lasst uns in den Park gehen. Bereit? Startet den Motor. Whee! Und wir haben freie Bahn. Ich bin wie der Ghost Rider. Wuhu! Los, schneller! Und hier sind wir. Jeder trägt einen frischen Gips. Wir hätten die Bremsen benutzen sollen. Tja, lasst uns lieber ein paar neue Gips-Hacks anschauen. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Gips, ist jedem erklären zu müssen, was mit dem Arm passiert ist. Es ist immer wieder dasselbe. Ich habe keinen Bock mehr, diese Geschichte zu erzählen. Ich bin ohnmächtig geworden, ich bin aufgewacht und ich habe einen Gips. Hier kommt wieder eine neugierige Freundin. Schnell, ich muss meinen Gips verstecken. Zeichnet den Handschuh von Thanos mit einem Bleistift auf den Gips. Geht den Umriss dann mit Heißkleber nach. Und bemalt es mit goldener Acrylfarbe. Fügt auch schwarze Schattierungen hinzu. Tragt dann eine zweite Schicht Goldfarbe auf und verwendet einen Schwamm. Klebt auch Schmucksteine auf. Ich erkläre dir lieber, wie ich Thanos den Handschuh geklaut habe und nicht, wie ich mir den Arm gebrochen habe. Wer weiß, vielleicht ist er wirklich magisch. Auch dieses arme Opfer will Spaß haben. Ich werde die Tanzfläche aufheizen. Pass nur auf, dass dein Gips nicht zu einer Waffe der Zerstörung wird. Probleme beim Abstauben? Dein Gips kann dir doch helfen. Befestigt ein Staubwedel mit Klebeband am Gips. Jetzt kann ich viel schneller putzen. Ich bin wie eine Gymnastikversion von Mr. Clean. Ich will online zocken, aber eine Computermaus und dein Gips vertragen sich nicht. Das geht gar nicht. Gott sei Dank wurde Klebeband erfunden. Verwendet einfach Klebeband, um die Maus am Gips zu befestigen. Jetzt ist es viel einfacher, die Maus zu bedienen und ich kann endlich spielen. Es ist eine echte Herausforderung, sich mit diesem Arm zu schminken. Mein Make-up ist immer eine Armlänge entfernt. Das kann nerven, aber ich könnte doch auf meinem Gips mein Make-up anbringen. Klipse erst die Hälfte eines breiten Klettverschlusses auf den Gips. Und klebt Stücke davon auf die Make-up-Behälter. Befestigt dann Make-up am Gips. Schaut euch meinen neuen Schminktisch aus Gips an. Ich komme endlich jederzeit ran. Und alles befindet sich auf meinem Arm. Gott sei Dank ist der Gips so stabil. Wenn ihr einen Gips habt, wird Händeschütteln zu einem echten Problem. Wir lösen aber dieses Problem mit einer falschen Hand. Klebt zwei Pappröhrchen schräg zusammen. Und deckt sie mit Schaumstoff ab. Und mit Stoff. Faltet die Stoffkanten nach innen und füllt den Handschuh mit Watte. Zieht den Handschuh auf die Röhre. Befestigt ein Gummiband am Ende, damit ihr es an der Schulter befestigen könnt. Jetzt habe ich eine zusätzliche Hand. Ups, ich bin aufgeflogen. Hey, keine Angst. Das ist nicht meine echte Hand. Siehst du? Zwei Verletzte bei einem Date. Jetzt wird's interessant. Wie soll man denn bitte so vernünftig essen?
Na komm, ich helfe dir. Ich kümmere mich um dich. Ist das nicht romantisch? Danke, aber ich komme schon selber klar. Ich habe gelernt, für mich selbst zu sorgen. Mein Gips hilft mir sogar beim Frühstück. Ich breche einfach das Ei darauf auf. Aber dieses Ei ist eine harte Nuss. Ich gebe aber nicht auf. Komm schon, los, geh auf. Oh Mann, jetzt kann ich mein Frühstück vergessen. Hey, du weißt nicht, wie man ein Ei mit einer Hand aufbrechen kann? Ich staune, dass du noch nicht verhungert bist. Sieh zu und lern. Schlag das Ei am Rand der Pfanne auf. Danke für den Tipp. Aber ich schaffe es immer noch nicht. Wenn man einen Gips hat, ist es ziemlich schwer, sich zurechtzumachen. Ich schaffe es nicht, mir die Haare zu kämmen. Hey, keine Sorge. Es ist Zeit für etwas Sport. Halt den Kamm mit deinem Fuß fest und kämm deine Haare. Endlich zahlen sich meine Yogastunden aus. Es ist schwer, den Rucksack umzuhängen, wenn sich mein Arm in einem Gips befindet. Wo soll ich jetzt den zusätzlichen Riemen anbringen? Hier ist eine Idee. Verbindet die beiden Riemen miteinander. Auf diese Weise werdet ihr den verletzten Arm nicht überanstrengen. Und so ist es auch viel einfacher, den Rucksack zu tragen. Eine Kostümparty steht an, aber ich sehe mit diesem Gips total bescheuert aus. Habt ihr jemals ein Skelett in einem Gips gesehen? Was soll ich machen? Ich brauche ein Gips-Update. Malt den Gips mit schwarzer Acrylfarbe an. Klebt Plastik-Spikes entlang des oberen Gipsverbandes auf. Jetzt ist mein Gips so stylisch wie ich. Es kann losgehen. Ich will ein leckeres Abendessen zubereiten. Ich habe Putenbrust und Gewürze. Aber es mit einer Hand zu schneiden ist echt hart. Oh, ich weiß. Ich zertrümmer das Fleisch einfach. Verwendet den Gips anstelle eines Fleischklopfers. Es ist genauso schwer. Ja, los. Schlag härter zu. Los, halt dich nicht zurück. Perfekt. Genieß deine zertrümmerte Putenbrust. Und ich bind meinen Schal um meine Halskrause. Jetzt ist mir warm und ich sehe dazu noch stilvoll aus. Auf geht's. Durch den blöden Gips kann ich meinen Mantel nicht anziehen. Oh Mann. Gut, ich bleib zu Hause. Oder ich stelle einen stylischen Poncho her. Ich schneide ein Loch für meinen Kopf in eine Decke aus und zieh's dann an. Es ist schön warm und bequem. Das Date läuft nicht gut. Eine Ukulele hilft immer. Warte, ich spiele dir was vor. Bereit? Oh nein, mit einem Gips zu spielen ist hart. Mach ein kleines Loch in den Gips. Und legt ein Plektrum hinein. Jetzt versorgt mir mein gebrochener Arm nicht mehr meine musikalische Karriere oder mein Date. Eine Ukulelenballade wird das Herz jeder Frau zum Schmelzen bringen. Wie fandet ihr unsere witzigen Gipsgeschichten? Schreibt uns, ob ihr auch schon mal einen Gips tragen musstet und wenn ja, wo. Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!